Unsere moderne Gesellschaft ist darauf erpicht, keine Fehler zu machen. Dies wurde uns in der Schule viele Jahre lang beigebracht. Denn Fehler bedeuten schlechte Noten. Fehler führen dazu, dass über uns gelacht wird, wir ausgegrenzt werden, dass man uns vielleicht auch als dumm identifiziert. Ach, wie habe ich die Schule geliebt? Nicht, denn durch diese grandiose Erziehung tragen viele Erwachsene heute die Überzeugung in sich, dass sie Fehler um jeden Preis vermeiden sollten. Tja, leider ist dies nun der häufigste Grund, warum so wenig Menschen es schaffen, erfolgreich etwas Eigenes aufzubauen. Denn genau hier steht dir dieses Mindset massiv im Weg. Wie genau Erfolg mit der Fähigkeit, Fehler zu machen, zusammenhängt und wie du dies für dich nutzen kannst, lernst du in dem Video von heute. Mein Name ist Gerald Reimerz, dein Business Mentor. Auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg gibt es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und wenn es diese doch gibt, dann funktioniert diese Anleitung nicht wirklich lange, denn dieser Weg wird nach kurzer Zeit von anderen überflutet. Denn viele Menschen fangen dann an, dieser vermeintlich einfachen Erfolgsanleitung auch zu folgen. Und wenn man hier dann dazugehört, befindet man sich plötzlich in einem Umfeld, in dem die Konkurrenz riesig ist und durch das Überangebot bleibt man dann selbst auf der Strecke. Der Zug ist dann schon längst abgefahren. Siehe erst kürzlich die Massen an Menschen, die Plattformen wie Udemy und Co. mit ihren mittelmäßigen ChatGPT-Online-Kursen überflutet haben. Es gibt hier diese Geschichte von den Goldgräbern in Amerika. Die Menschen, die am meisten verdient haben, waren nicht die Goldgräber, die am Fluss gestanden haben und Gold geschürft haben, sondern diejenigen, die den Goldgräbern die Schaufeln und Pfannen zum Schürfen verkauft haben. Und in der heutigen Zeit sind diese Verkäufer irgendwelche Möchtegern-Coaches auf Social Media. Also hör auf, nach dem sicheren und dem einfachen Weg zu suchen, der dich möglichst fehlerfrei zum Ziel führt und fang an, deine eigenen Fehler zu machen. Denn Erfolg fängt in den Bereichen an, die immer ein kleines bisschen Risiko mit sich bringen, nämlich das Risiko zu scheitern. Und um erfolgreich zu werden, musst du deine Einstellung gegenüber Rückschlägen und Scheitern reframen. Es hat nicht auf Anhieb geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Na und? Das ist normal. Es ist gut zu scheitern. Denn wenn dies passiert, dann bietet uns dies die Möglichkeit, etwas zu lernen. Scheitern ist der schnellste Weg herauszufinden, was nicht funktioniert, und wir können es dann das nächste Mal anders machen. Deshalb investieren Venture Capital Firmen gerne auch in Gründer, die bereits mit einer Idee gescheitert sind. In Amerika sagt man auch, the fastest route to success is to fail, so fail quick and fail often. Also was kannst du heute ausprobieren, was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird, aber wenn doch, dann wäre das ziemlich cool. Wovor hast du dabei vielleicht besonders Angst? Ist es die Ablehnung vor anderen, die Enttäuschung? Was würde denn eigentlich wirklich Schlimmes passieren, wenn es nicht klappt? Wäre es nicht trotzdem ein Versuch wert? Oder willst du dein Leben lang eine Person sein, die zwar noch einige grandiose Ideen hat, aber sich schlichtweg nicht traut, viele davon umzusetzen? Aus der Angst heraus, es immer allen recht zu machen und niemandem auf die Füße zu treten? Vergiss den Mist, den du in der Schule über Konkurrenz und Leistung gelernt hast, und fang an, dein Potenzial zu nutzen, indem du dich traust, sehr viel mehr Fehler zu machen. Egal, was andere davon halten, dein Zukunfts-Ich wird es dir danken. Und wenn das noch nicht als Motivation reicht, dann schau dir jetzt dieses Video hier an. Das Wissen daraus ist essentiell für die Erreichung großer Ziele. Und wenn du noch gar keine Idee hast, wo du überhaupt anfangen sollst, dann arbeite jetzt am besten dieses kostenlose Hörbuch hier durch. Und in diesem Sinne, maximalen Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.